Die Frage ist, wie aktiviere ich hier diese Kristalle? Ich fahre mal ganz nach oben. Also der Kristall hier ist aktiv. Die Frage ist, liegt da oben irgendwas, was wir verwenden können, um die Energie umzuleiten? Da ist noch eine Truhe, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. So, schauen wir mal, was ist denn ganz hier oben? Aha. Hier ist so eine Energiekugel, die muss ich unten bestimmt auf den Podest legen. Drum schmeiße ich die schon mal runter. Ein Topaz. Okay, die Frage ist, wie komme ich jetzt da runter? Ich muss irgendwie das Teil hier jetzt drehen, aber was auch immer da dann passiert, keine Ahnung. Fährt er ganz nach oben? Nee, ne? Nee, fährt er nicht. Aber da ist die andere Kugel, okay. Hier ist ein Auge irgendwo. Crap. Da ist er. Antike Schraube. Ich wüsste, wo der ist. Hallo? Ach, ist die Spawn. Na gut. Akzeptiere ich. Okay. Okay, haben Energiekugel 1. Die andere ist hoffentlich hier unten irgendwo. Genau. Zack. Haben wir Energiekugel Nummer 2. Zack. Sehr schön, dann haben wir das hier offen. Geil. Was auch immer jetzt das da oben für ein Drehpult aber noch ist. Schicker Stein erkannt. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Okay. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Mensch, danke für den Hinweis. Sei weiter auf der Hut, ja? Immer doch. Okay, aber jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Was ist das da oben für ein Drehdingens dann? Weil zum Kontrollpunkt kommen wir jetzt easy peasy hin, weil da kann ich einfach nur, muss ich jetzt rein oder dann ist gut. Was ich mir jetzt aber als Frage stelle, ist, wenn wir jetzt da hochfahren, in dem Raum da oben ist noch ein Drehkreuz. Oder bin ich blind? Bin ich doof? Ach nee, das war weiter oben, aber da kam ich ja nicht hin. Warte mal, da komme ich nicht hin. Moment, das müssen wir von hier müssen wir hin, müssen komplett rüberlaufen. Ich will nur mal wissen, ob das jetzt, nachdem wir das Dingens unplatt gemacht haben, ob da oben die Verheerung auch weg ist. Und das irritiert mich aber auch, weil das Ding hier leuchtet auch nicht. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier irgendwas noch vergessen. Es sieht für mich nicht so aus, als wäre das abgeschlossen. Hier, weil wir haben hier halt das noch.
Also wir haben hier irgendwie noch ein paar Stellen, wo ich das Gefühl habe, zumindest, dass man was machen muss. Ah, da komme ich nicht rüber. Und auf das Ding, wenn ich drauf gebe, sterbe ich. Na gut, machen wir das Kontrollzeug. Und schauen einfach, was passiert. Gehen wir einfach mal zum Kontrollpult. Ich weiß gar nicht, ob das gerade mittig steht oder ob wir das noch umdrehen müssen. Nee, es steht falsch rum. Okay. Na gut. Dann... drehen wir das mal um. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlt noch was. Untersuchen. Na, ich bin gespannt. Oh, wow. Oh, schön. Eine Kettensäge. Geil. Ganons Donnerfluch. Sei vorsichtig. Das Ding ist eine Kreatur Ganons. Ich konnte ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Na, hoffe ich doch. Okay. Al? Holy shit, what the fuck? Huh? Danke für den hilfreichen Tipp, dass ich ausweichen muss. Alter, wie weiche ich denn hier wieder aus? Ich hasse dieses Spiel. Ich hätte nichts mehr zu essen übrigens. Geil. Perfekt. Oh, Alter! Seine Angriffe sind mächtig. Willst du mich verarschen? Da hast du heftig was abgekriegt. Ach was. Ich hab doch gedrückt, Mann! Link! Da.
habe leider das Ding, ich habe die Zutaten falsch konsumiert. Alter! Ich dreh gleich durch, ne? Seine Angriffe sind mächtig. Achso, die Feen halten übrigens 4 Herzen, sehe ich gerade. Ja, keine Chance. Okay. Er ist blitzschnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. Ja, danke, das Spiel, das war mega gut von dir. Ich danke dir vielmals für dieses grandiose Erlebnis. So, erstmal Abwehrkräfte stärken. Mann! Ich weiß doch ja. Ich weiß, was ich machen soll. Danke fürs Gespräch. Oh, ich sehe gerade was übrigens. Alter, ich weiß nicht, wann ich ausweichen soll. Das ist echt. Das gibt's nicht, ey. Link. Vor allem dann weichst du aus, aber es juckt ihn einfach nicht. Ey.
Darf ich kurz erwähnen, dass dieser Boss mega beschissen ist? Wann soll ich denn hier ausweichen? Wenn ich zu früh ausweiche, countert er nicht. Und wenn ich zu spät ausweiche, trifft er mich. What? So, was kommt jetzt? Oh, toll. Blitze. Ich bin begeistert. Ich habe nichts gegen... Oh, ich habe eine Medizin gegen Blitze. Die Frage ist, was wahrscheinlich... Okay, passt auf, voll. Ich trinke die Medizin gegen Blitze. Ich glaube, das ist sinniger. Und dann... Ich esse mal das Kochobst, weil es gibt mir so viele Leben. Aha. Okay. Wo ist er denn? Hä? Was muss ich jetzt machen? Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Moment. Ah. Ah, doch. Gut, doch. Sein Schild schützt ihn vor allen gewöhnlichen Angriffen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie die... Ich glaube, das muss man unglaublich schnell timen. Kann das sein? Und lauf halt hoch. Was? Hä? What? War der jetzt gerade stunned oder nicht?
check's gerade nicht. Ah. Aha. Wo auch immer ein großes Schwert gerade ist. Ah ja, das liegt hier. Ich beschütze dich. Dieser Angriff. Nächstes Mal musst du ihm ausweichen. Ah, es geht hier nur wieder los. Okay. Da hast du wirklich was abgekriegt. Wait, what? Mann, ich hasse das Ausweichen so sehr in diesem Spiel. Ich weiß. Das war doof gerade. Jetzt habe ich dich. Oh Gott. Nice. Oh Gott. Und ein Herzcontainer. Sehr schön. Das freut mich. Finde ich gut. Herzcontainer. Zack. So, einmal den Schild aufnehmen. Hat er irgendwas Cooles gedroppt? Nee, ne? Die Bosse droppen, glaube ich, nix. Sehr schön. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titanen nicht mehr betreten. Abbrechen. Ich glaube, wir haben hier aber alles, ne? Ich habe mein Schild wieder eingesammelt. Wir haben die Truhen alle fertig. Der Magma-Stab ist despawned. Ansonsten, wir haben, glaube ich, auch alle Truhen eingesammelt. Ne, wir haben ja nichts mehr. Wir sind ja fertig. Ich habe alles gemacht. Bis auf das Dingens... Ich will mal was wissen. Ist die... Wir sind gerade da hinten, ne? Ja. So, ich will jetzt was wissen. Ist die Verheerung hier jetzt komplett weg? Ach so, warte mal, ich muss sie ja alle dann... Ich muss das ja auch noch umdrehen. Ich will nur wissen, ob die Verheerung komplett... Weil wir haben da oben noch einen Schalter nämlich. Und ich will wissen, was der Schalter macht. Ah.
Also ich weiß ja gar nicht, wie das ist, ob die Verheerung dann verschwindet oder nicht. Nein. Oh, ich drücke mal die falschen Tasten, das ist unglaublich. Wait, what? Achso, warte mal, kann man das anders machen? Klar, kann jetzt noch einmal drehen. So geht's natürlich einfacher, muss man nicht hinrennen. Ist viel angenehmer so. Naja. Also ich will nur wissen, ob diese komische Verheerung da oben jetzt weg ist. Oder ob die noch da ist. Weil wenn die weg ist, können wir den Schalter da oben nämlich noch umdrehen. Und sie ist weg. Hervorragend. Das heißt, wir können das hier noch drehen und ich will wissen, was das hier ist. Was macht das? Ah, übrigens, ganz clever. Da ist eine Leiter. Die hätten wir hochklettern können. Was macht das? Ah. Gut, wir haben herausgefunden, was das macht. Es ist eigentlich relativ sinnlos, aber auch relativ smart, weil man aktiviert die Plattform damit. Ja, gut. Okay, 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 ist ja gut. Ich hätte einmal die Plattform aktivieren können, wäre es viel einfacher gewesen, drüber zu gehen. Aber was macht dieser Kristall hier? Das verstehe ich nicht, was dieser Kristall hier macht. Ich weiß nicht, wie ich den aktivieren soll. Ist der magnetisch irgendwie? Nee. Na egal, auf jeden Fall hier ist nichts mehr. Na gut. Wir haben es ausprobiert. Wir haben es ausprobiert. Ich habe mich echt gefragt, was der Dingens macht, aber ja, es macht natürlich total Sinn. So, jawohl, aktivieren. Ja, aktivieren. Wir haben alles gemacht hier, es gibt nichts mehr zu holen, denke ich. Schauen wir mal. Sehr schön. Und der nächste Geist. Schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und Naboris haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit. Jetzt kann ich endlich diese Mission zu Ende bringen. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Urbosa, Recke der Gerudo. Du wirst in Schloss Hyrule gegen Ganon antreten, nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit, Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Ha!
Ah, stimmt, das Gewitterdingens. Cool. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte, würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. Die ist voll cool. Nice. Sehr schön. Der zweite Titan befreit. Dabbledidum. Die Mucke ist cool. In unseren alten Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, Naboris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Alles bei unserer Ehre als Gerudo. Verliere Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenübersteht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Sehr gut. Okay, jetzt macht's langsam Sinn, ja. Die machen das wirklich, dass es dieses Dingens mit Ocarina of Time so ein bisschen zusammenführen. Naburu war nämlich die Weise der Gerudo, oder einer der sieben Weisen dann am Ende. Urbosas Zorn enthält die wütende Macht Urbosas. Gewaltige Blitze gehen auf die gesamte Umgebung nieder. Halte zum Aktivieren Y gedrückt. Okay. So, und Ganon stimmt nämlich, sondern nicht Ganondorf. Und den haben wir besiegt. Und er hatte das Triforce der Macht aber, glaube ich, noch. Oder das Element der Macht hatte er noch bei sich. Leuchten meine Augen so komisch. Also eine Brille. Und er ist das jetzt ja praktisch wirklich. Okay. Gut, es teilt sich mit Ocarina of Time ein. Sabota. Ich bin Tuska, 35, alleinstehend und ich laufe gern. Alle sagen, dass ich einfach nie aufgebe. Manche meinen das sogar nicht. Bist du allein hier? Wenn du magst, lass uns doch mal zusammen. Du läufst auf Sand?
Oh, dir sind also meine Sandstiefel aufgefallen. Mit denen kann ich über Sand laufen, ohne gebremst zu werden. Sehr praktisch beim Laufen in der Wüste. Wenn du willst, könnten wir... Ich will Sandstiefel. Ha? Oh, diese Sandstiefel sind sehr selten. Ich würde sie dir geben, aber... Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Ich meine, ich gebe sie dir, wenn du mir einen Gefallen tust. Hast du von der achten Kriegerin gehört? Achte Kriegerin? Es gibt bei den Gerudo eine Geschichte von 7 Kriegerinnen, aber es soll auch noch eine 8. Kriegerin geben. Niemand weiß, warum ihre Existenz in der Geschichte verschwiegen wird. Schon als Kind hat mich die Geschichte der geheimnisvollen 8. Kriegerin gefesselt. Okay. Wenn du also die 8. Kriegerin findest, kannst du meine Sandstiefel haben. Ich schau mal. Toll! Angeblich wird die 8. Kriegerin von den Bewohnern der Gerudo-Hochebene verehrt. Dort nennt man sie die rotbraune Riesin. Das ist alles, was ich weiß. In Gerudo-Stadt sollte sich jemand finden lassen, der sich mit der Legende um die 7 Kriegerinnen auskennt. Also wenn du mir ein Bild oder so zeigen könntest, auf dem Bild sollte der gesamte Oberkörper sichtbar sein, wenn das geht. Hier kannst du dir gerne diese Stiefel ausleihen. Ich bin sicher, sie werden dir hilfreich sein. Schneestiefel. Von Tuska geliehene Stiefel, die das Gewicht des Trägers so verteilen, dass man mit ihnen ohne einzusinken über Schnee laufen kann. Die Gerudo-Hochebene ist von tiefem Schnee bedeckt. An solchen Orten kommt man zu Fuß schlecht voran. Wenn man allerdings Schneestiefel trägt, kann man auch im tiefsten Schnee herumlaufen, wie auf festem Grund. Ach was, schneller noch. Es gibt niemanden mehr, der sie herstellen kann. Deswegen hätte ich sie gern irgendwann zurück. Okay, die 8. Kriegerin ist eine Legende. Viele haben nach ihr gesucht, aber niemand hat was gefunden. Aber während wir der Legende nachgehen, freuen wir uns langsam an und dann... Okay. Wie geht's? Wenn du magst, könnt ihr über meine Sandstiefel oder die 8. Kriegerin reden. Na nun, wiedersehen. Okay, ciao. So, haben wir das.